So, hallo Leute und willkommen zurück zu Ranked bei Lagoon of Lackett. Wir sehen, also wir sind, für die, die es nicht gesehen haben, im zweiten Promotion-Spiel. Das erste hatten wir gewonnen, das heißt, wir hätten jetzt noch zwei Chancen, um Platin 4 zu werden. Von Platin 5 auf Platin 4 ist gerade die Promotion. Ich bin als Nami unterwegs. Ich kann auch einfach mal Play machen. Mit einem Aatrox als ADC. Der Lux in der Mitte. Ein Shyvana als Jungle und ein Draven als Toplaner. Gegen ein Pyke Irelia Paar auf der Bottom. Also Pyke Support, Irelia ADC. Mitte Vladimir, Jungle Rengar und Top Garen. Was ich sehr interessant von dem Team fand, vor allem weil ich hatte das Gefühl, irgendwo war so eine 404 Message, weil ADCs nicht vorhanden, beziehungsweise bei uns hat dann der Draven ADC gepickt. Der Auswahl. Es ist erstmal, ich soll einen Pooja oder einen Melee-Support picken. Da dachte ich mir, nö. Meinte der Aatrox zu mir. Da sagte ich so von wegen, nö. Dann hieß es vom Draven, ja, ich habe jetzt Draven top gepickt, weil wir einen Aatrox ADC haben. Okay. Wieso jetzt so viel Toplaner als ADC gespielt werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die haben es jetzt auf die Items geschoben, wo ich jetzt aber sagen muss, ja, die Items, also vor allem die Rüstungsrichtungs-Items wurden teilweise schon geändert, aber nicht so, dass ADC unplayable ist. Naja, das fand ich auch sehr interessant. Die kriegt halt von mir bereits schon hart auf den Sack und springt trotzdem immer wieder rein. Meine Reichweite. Also nicht nur von mir, halt auch vom Aatrox. Ja, der Pyke war relativ, also zu diesem Zeitpunkt, der hatte zwei Hooks gemacht, war relativ leicht auszuspielen, weil er einmal außer Reichweite stand, während er dann Hook aufgeladen hat. Beim zweiten Mal schaut die Schichtwerk hinter Minions und mein Laner auch. Ich verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht, wieso manchmal bei Aatrox GA angezeigt wird. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man diese weißen Schlieren von GA. Kommt das ab einem bestimmten Balken? Der Schaden des Aatrox ist aber auch mies. Ja, wieder GA zum Beispiel. Liegt das daran, dass er seine Dings voll hat? Alter, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso Aatrox in letzter Zeit so häufig gespielt wird. Ja, der Draven easy ein Level zurück gegen zwei Leute. Das ist ein bisschen peinlich für die Feinde gerade, finde ich. Also der Drive war ein Level zurück und war die ganze Zeit lang in einem 2-for-1. Ja, das ist schade. Okay, gut, ich verstehe schon, warum ich. Seht ihr nachher. Pyke, wie gesagt, scheint jetzt. Ich habe so nicht gesagt. Aber Pyke scheint jetzt zu trollen. Er hatte sowieso relativ schnell mit Irelia eine Auseinandersetzung.
Wobei ich jetzt nicht verstehe, warum das jetzt unbedingt sein musste. Ich hatte das, als ich das Match gerade gespielt habe, nicht genau gesehen, wie er ihn gekillt hat. Ich wusste nicht, dass Pike dann in den Tower gerannt ist. Denn, okay, die Irulia hat jetzt einen Kill abgegeben, beziehungsweise ist einmal gestorben, aber da jetzt diesen Troll zu machen... Und Raven schaut sich aber auch recht gut an. Also er kommt wirklich gut mit den Gavin klar momentan. Was sich halt auch am Farm widerspiegelt. Der Bottom-Out farmt halt auch hardcore. Doppelkill. Aber da jetzt reinzugehen, beziehungsweise so hart zu initiaten, war auch eigentlich dumm. Was der Pike hätte versuchen können mit der Evelia, wäre wirklich mich rauszupicken, weil ich halt squishy as fuck bin. Wobei dann natürlich die Frage wäre, wie gut könnte oder würde der Aatrox Schaden machen auf die beiden. Ah. Diese Kankel raus. Also ob es Sinn macht, mich zu fokussen oder doch eher Sinn macht, den Aatrox versuchen zu CC'en. Aber wie man da sieht, allein mit meinem Healing-Kombination, Aatrox macht halt unglaublich viel Schaden, hat an sich auch eine relativ hohe HP-Rack, wenn er IW auf Lifesteal hat. Und mit meinem Heal zusammen. Unbelievable. Der Pike meines Erachtens nach, seitdem die Irulia einmal gestorben ist, total am Trollen. Die Thomas gerade den Wetter. That isn't so sweet. Ansonsten haben wir gerade eigentlich zwei Lanes gewonnen. Eine ist mehr oder weniger even und dann der Jungle. Okay, wo jetzt der Gegner Jungle ein Kill mehr hat. Aber unser hat uns halt schon Drachen organisiert. Ist also auch so von wegen okay. Ja, die Jungler haben bis dato allgemein meines Erachtens nach noch nicht so viel gerissen. Ja, der Jungle der Feinde scheint ein bisschen aktiver zu sein, was das Ganken angeht. Und gewinnt zumindest auch in der 1v1. Aber bis jetzt sind die meisten Ganks vom Rengar auch ins Blaue gelaufen. Wobei sich beim Rengar ja sowieso meines Erachtens nach eher die Frage stellen würde, ich würde ganken, wenn die Lane gepusht ist, eine. Jetzt zum Beispiel unter Umständen die Bottom. Oder auf Level 6 warten. Beziehungsweise so lange, bis ich Level 6 bin. Jetzt könnte man halt in der Bottom schön von hinten den Busch auch noch mit benutzen und reingehen. Tower Dive von meinem Aatrox. Ein Kill hat er sich geholt. Da habe ich leider meine Bubble voll verhauen. Aber ich war halt extrem schon am Bildschirmrand. Da zieht er mich ran, okay. Stunt er mich, okay. Ich meine, der Pike hätte sogar entkommen können, wäre er nach oben gedasht, anstatt durch mich durch. Also anstatt den Stunt auf mich zu setzen, wodurch er ja dann in den Busch geflüchtet ist, wirklich nach oben zu flüchten, wo der Rex Rengar stand. Ich glaube, das wäre intelligenter gewesen. Dann hätte nämlich Rengar ihn gegebenenfalls helfen können. Und er wäre halt auch schon am Tower. Aber man merkt vielleicht sowieso schon, dass der Pike mehr am Trollen ist, anstatt wirklich zu spielen. Was eigentlich schade ist.
Also ich meine, den zweiten Kill, den er abgegeben hat, die Botlane halt schon hart zurückgeworfen. Denn ja, die waren zurück, weil... Nein, wir hatten First Blood. Aber dadurch, dass er jetzt nochmal einen Kill abgegeben hat, stand Evoli halt nochmal eine Zeit lang ein 2-for-1 gegenüber und konnte nicht Last hitten, also konnte keine Minions auch holen. Und wir haben halt noch einen Kill bekommen. Da ist es gerade schade, dass der Draven keinen Mana hat. Schafft er es denn trotzdem noch? Ja, okay. Ich würde sagen, mit Mana hätte er seine E machen können. Um den Gavin wieder etwas mehr auf Abstand zu halten. Ohne halt ein bisschen problematisch. Also wenn sich jetzt wirklich das durchsetzt, dass mehr oder weniger Toplaner als ADC gespielt werden, bin ich echt mal gespannt, was White beim nächsten Patch machen wird. Weil ich habe es im Clash gesehen, den ihr gestern den haben dürftet. Das war es im Clash? Ja doch, das war im Clash. Aber gut, im Clash war es ja sowieso eine ganz andere Taktik auch gleichzeitig noch. Da sieht man auch wieder einen Gank vom Rengar. Wie gesagt, der gankt relativ viel, ist deutlich aktiver als unsere Shyvana. Zumindest auf den Lanes. Aber nicht unbedingt effektiver mit dieser Taktik. Wir wieder ein Tower Dive auf der Bottom. Ja, der Pike in der Zeit, man sieht ja vielleicht auf der Karte, was er macht. Er rennt auf der Sammlerplattform im Kreis. Ja. Falls ihr also jemals Devo Lios im Team haben solltet, ich würde ja sagen, spart euch DLP und lief die Champion Selection. Was meine ich damit? Was heißt, spart euch die LP? Spart euch die MMR, besser gesagt. Was meine ich damit? Schlichtweg, wenn ihr die Champion Selection verliert, verlasst, verliert ihr nicht so viel LP, als wenn ihr ein Match verlieren würdet. Und gleichzeitig würdet ihr keine MMR verlieren. Die würde auf demselben Stand bleiben. Und mit solchen Anti-Mates, allein wenn man gewinnt, er hätte es nicht mal verdient zu gewinnen. Also da hochgecarried zu werden, hat er halt schlichtweg nicht verdient. Schade, aua, da werde ich halt hart trocken. Aber trotzdem kriegt er mich halt nicht tot. Da wollte ich halt leider noch ein bisschen helfen, war ein bisschen blöd. Hätte ich mit rechnen müssen, dass er den Fokus ändert. Die William, muss man sagen, scheint aber auch nicht so gut zu sein. Sie trifft nur sehr wenige ihrer Stunts. Und das, obwohl die meisten, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, Platin-Spieler waren. Wir können ja gleich nochmal kurz drüber gucken, aber ich meine, die meisten wären Platin-Spieler. Ja, diese Pike-Geschichte, wie gesagt, ich finde es schade, dass man die Champion Selection nicht leaven kann. Und dann, ja, keine Ahnung, weil so ein Typ gehört einfach aus dem Ranked gebannt. So von wegen, klar, du darfst gerne weiterspielen, aber ab jetzt nur noch Normals. Wenn er das dann in Normals auch noch macht oder so, ständig AFK zu gehen, dann würde ich sagen, okay, du darfst das Spiel gerne weiterspielen, aber ab jetzt nur Bot-Games. Oder kooperativ. Was im Grunde genommen auch Bot-Games sind. Aber ich würde gar nicht mal solche Perma-Buns wie Leute ja hin und wieder mal raushauen, also White sie ja hin und wieder mal raushauen, machen. Ich würde wirklich schlichtweg sagen, okay, du darfst das Spiel immer noch spielen, immerhin, es ist kostenlos, also. Er kann sich im Grunde genommen sowieso einfach einen neuen Account machen. Aber gegebenenfalls hat er Geld für Skins oder ähnliches ausgegeben, würde ich sagen, okay. Spiel das Spiel weiter, aber nicht mehr im Ranked. Ja, und macht er die gleiche Scheiße im Normal oder so, würde ich sagen, okay. Obwohl im Normal würde ich sogar.
Im Normal würde ich ihn unter Umständen nicht mal bannen oder so. Da würde ich wirklich sowas wie Chat bannen oder eine Spielrisse Restriction geben. Also so von wegen, ja, okay, du bist jetzt fünfmal im Normal gelieft innerhalb von einer Woche. Jetzt darfst du mal schlichtweg einen Monat kein Normal mehr spielen. Mit den Rankeds würde ich das dann auch wirklich so machen, von wegen, okay, du bist im Ranked gelieft, du darfst jetzt kein Ranked mehr spielen. Bist du wirklich, wie bei diesen Chatbands, sag ich mal, mehr oder minder? So und so viele. Das ist jetzt halt auch nicht, da wird er leider kaputt gekämpft. Ja. Bis du so und so viele Spiele gespielt hast, die sind also durchgehend gespielt hast, also nicht geliefert bist. Und du halt weder großartig bzw. zu Unrecht reported wurdest. Was ich damit meine, ist halt, im Endeffekt, nach jedem Match wird irgendjemand reportet. Das ist fast immer so. Bei LOL. Leider. Aber viele Reports sind schlichtweg zu Unrecht. Ne? Weil jemand mal einen schlechten Tag hat oder so und vielleicht mal wirklich, so wie die Willi jetzt 2-4 steht, ist das noch kein Grund, die zu reporten. Beispielsweise. Sowas wie der Pike macht, das ist zum Beispiel ein Grund, sie zu reporten. Auch wenn er da jetzt irgendwie auf den Top wieder irgendwas macht, dieser Pike. Keine Ahnung. Hat dir vielleicht auch jemand geflüstert, dass es nicht ganz so klug ist, wirklich zu trollen. Hat ihn aber wohl keiner geflüstert, dass es relativ blöd ist, jetzt zu initiaten, wenn er so viele Levels behind ist. Ich glaube, der war Level 5 zu dem Zeitpunkt. Ja, und wir wurden davon 3 verfolgt. Aber ich konnte eine Ulti durchhauen, die zumindest 2 von 3 getroffen hat und somit den Raven beim Wegrennen geholfen hat. Zurück zum Thema, wo ich gerade war. Ich würde dann wirklich so sagen, von wegen, okay, du hast jetzt, also du wurdest jetzt zwar, ich sag mal, von 5 Spielen 4-mal reported, wovon aber auch wirklich 4-mal zu Unrecht ist, weil die Leute einfach nur salty waren oder was weiß ich. Weil das wird ja mehr oder weniger noch irgendwo geprüft. Das Tribunal ist zwar nicht mehr vorhanden anscheinend. Oder doch? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht 100% sicher, aber ich habe es zumindest noch nicht wiedergefunden, weil ich würde auch gerne mal wieder machen. Aber es ist ja wirklich so, dass wenn du zum Beispiel in einem Match, ich sag mal, wirklich off-support wurdest, auch von Gegnern, kriegst du einen Hinweis, dass eventuell was mit deinem Verhalten nicht stimmt. Du kriegst aber noch keine Strafe oder sonst was, die kriegst du halt erst später, wenn das dann wirklich überprüft wurde. Und manchmal finde ich es echt unglaublich, wie schnell so eine Überprüfung geht. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass die mehr Reports halt eintreffen. Also zum Beispiel, einer wird wegen Hassrede 9-mal reported, dann wird wirklich nur kurz auf den Chat geguckt, ist da ein bestimmter Betreff drin? Ja, ist es. Okay, raus mit dem. Bei 9-mal ist dann dieser Report auch relativ weit vorne in dieser, ich sag mal, Warteschlange, als wenn er so einmal reported worden wäre. Aber der Typ, der nur einmal einen Report kriegt, würde früher oder später auch mal überprüft werden. So habe ich das Gefühl, weil manchmal kriege ich wirklich nach Wochen, wo ich keinen reported habe, immer noch den Hinweis, ja, einen, den du reported hast, hat jetzt seine Strafe bekommen. Und manchmal kriege ich die halt direkt. Weißt du, so Match vorbei, Report, gehst zurück in den Stadtbildschirm und dann direkt, ja, Report durch. Also wie man hier auf jeden Fall schon sieht, wir sind da die Base am auseinandernehmen und die sind ganz schön aggressiv auf mich, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass ich einer der einzigen bin, die sie überhaupt noch töten können. Die haben schon 2 kaputte Inhibitoren. Der Pike, keine Ahnung. Level 8, der ist sowieso raus.
Ich muss auch zugeben, ich finde es unglaublich schade, dass der Pike nicht komplett gelieft ist. Weil dadurch, dass er jetzt halt die ganze Zeit innerhalb des Matches war und jetzt gegen Ende auch nochmal spielt, wirkt es halt so, als wäre er nicht AFK gewesen. Weil ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, wie genau dieses die Einsicht ist in die jetzigen Reportinger. Denn damals im Tribunal konntest du beim Leaven halt nicht sehen, ob jemand wirklich großartig gelieft ist. Also, was heißt nicht gelieft ist, aber wenn er AFK war, konntest du das Schichtwerk nicht einsehen. Du konntest es unter Umständen erahnen durch die Stats oder ein geringes Level oder geringe wie heißt es jetzt? CS. Gleichzeitig kannst du beim Supporter, die sind sowieso vom Level aus Level her immer etwas geringer und haben eigentlich kein CS, nicht mehr so gut einsehen. Wo man beim Pike eigentlich schon etwas mehr Kills erwartet, beziehungsweise sofort. Da wurde ich gerade instant weggebombt. Ne, die Lux wurde instant weggebombt. Ich reiße hier sogar noch einen Doppelkill. Das wusste ich gar nicht, dass ich den Pike auch noch gekillt habe. Ich dachte, das wäre nur der Flooding gewesen. Aber okay, kann ich mitleben. Er verliert halt einen Pike mal locker gegen Ninami. Ja, alles in allem, der Aatrox hat dieses Spiel mehr als nur gerissen. Der hat aber auch von Anfang an gut Schaden gemacht. Man hat es ja an der Evilia gesehen, der First Blood Kill. Was Jungler angeht, war unserer deutlich passiver, hat dafür aber ziemlich viele Objectives, wie zum Beispiel Drachen geholt. Wir haben 3 Drachen. Toplane hat auch Toplane hat auch gut gespielt, der hatte den Draven unter Kontrolle. Unsere Midlane hat, ich sag mal, zumindest für die Teamverhältnisse etwas geschwächelt, war aber auch nicht schlecht. Ja, und das war es im Grunde genommen. Meine Promo zu Platin 4, Aufstieg in Platin 4, steht ja hier, leider immer noch nicht, steht hier, jetzt seht ihr auf meinem Maus, leider immer noch nicht positiv, also was heißt, zumindest nicht mal 50%, ich bin immer noch negativ. Ja, und der Chat. Ich bin jetzt mal in dieser normalen Lobby geblieben, anstatt rauszugehen. Ich weiß nicht, wen er meint mit 40%. Als ob er den Aatrox meint, Moment eben. Meint sie wirklich den Aatrox? Der Aatrox ist Gold 2. Und hat eine 49,1% Winrate. Wobei er halt eine 50%ige Winrate mit Aatrox hat und 4 Spielen. Das heißt, er hat zu dem Zeitpunkt ein Spiel mit Aatrox gewonnen, also nach dem Spiel 2. Finde ich sehr interessant. Jetzt will ich mal gucken. Words, One Finger, Leertaste. Kann ich vielleicht Match History von angucken? Dann von hier aus. Genau. Ach, mit Plus würde es hier geschrieben werden, nicht mit Bindestrich. Okay. Also, same Elo stimmt sowieso nicht, weil wir Elo an sich schon seit Ewigkeiten nicht mehr haben. Sonst wäre es dieselbe MMR-Klasse. Und das ist wirklich Gold 2 zu Platin 4, also sie ist Platin 4.
Mit 53% der Gewinn-Rate. Aber ich hätte wirklich gedacht, sie hätte den Pike gemeint. Dieser wäre aber Platin 5, das ist also auch nicht Gold. Wir gucken mal durch. Nochmal Platin 5. Gold 1. Wie gesagt, 3 plus minus. So rechne ich es halt immer, in die man eingestuft werden kann. Da ich zu dem Zeitpunkt Gold Platin 5 war, heißt das bis Gold 3. Wenn ich sehr schlecht bin. Und sie hatten ja auch zumindest Platin 4, wäre ja über mir, zumindest zu dem Zeitpunkt standen. Dann haben wir Platin 5 auch nochmal. Ja, sie war Platin 4, die war über mir. Das heißt, sie haben einen Goldtyp, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne, 2 Goldtypen haben sie. Gold. Ne, ein. Gold 1. Genau, und der Rest Platin. Gold 1. Ein Platin 4er. 3 Platin 5er. So, was hatten wir? Gold 3. In Promotion. Gold 3 Promotion. Gold 1. Gold 2. Gold 3. Ich war der einzige Platin-Spieler in meinem Team. Das zeigt eigentlich. Moment. Ne, doch, stimmt. Das zeigt eigentlich nur, wie schlecht in dem Moment gerade mein. Doch, Moment. Ich hab mich verguckt, Leute. Das ist Flex. Die ist nur Gold 2. Ich hasse das, wenn ihr Flex angezeigt wird. Ist also tatsächlich auch nur Gold 2. Platin 5 auf jeden Fall ist richtig. Gold 1, also die hatten 3 Goldspieler, wären es dann jetzt. Jetzt. 1? Ja, die hatten. Bin ich denn jetzt vollkommen blöd? Hatte ich nicht gesagt, dass die sowieso einen haben? Aber bei mir war hier auch sowieso alles in Dings. Das würde aber schlichtweg zeigen, dass das Gegnerteam momentan, wenn die alle Platin sind und ich mit so vielen Goldspielern eingeschuft werden, haben die eigentlich doch sehr niedrige MMR. Obwohl es. Oh ja, gut, nee, sie war ja auch Gold 2, nicht? Nee, dürfte gar nicht mal so niedrig haben. Sie dürfte gerade gar nicht so niedrig sein. Bei Lu. Bei. Ja, hier. Er hat auch eine relativ hohe Lose-Serie gehabt. Also er dürfte MMR-mäßig gerade auch ziemlich im Keller sein. Auch wenn er sich halt durch diese abwechselte Wahl, die dann halt. Also er war hier hundertprozentig auf 0. Und hat bei 0 auch schon Spiele verloren. Dann hat er halt ein paar Punkte wieder gesammelt. Dann wieder ein paar verloren. Er dürfte unter Umständen auch wieder Nähe 0 gefallen sein. Dann 3 gewonnen, 3 verloren. Und dann nochmal. Das hat er jetzt gerade gespielt. Ja, er dürfte wirklich die ganze Zeit so bei Nähe 0 rumtümpeln. Aber die Gegner haben anscheinend gerade, abgesehen von der Evelia, eine relativ schlechte MMR. Wir können ja mal eben. Ja, hier gerade auch so eine. Der Devoli. Ja, mal lieber hier.
Der hat eine Winrate momentan von 50,8. Und Platin 5 ist also. Ja, ganz minimal höher als ich. Ich würde sagen, er hat 3 Wins mehr. At the moment. Er ist aber auch nur positiv gerade, weil er, glaube ich, das bisschen Feldspiel gerade gewonnen hat. Oh. Weg. Curry. 49,6% habe ich gerade erst. Oh, ist das nervig. 2 Spiele sind das. Okay, aber bevor ich diese Party wieder zu lang werden lasse. Ich wollte es nur noch mal nachgehen. Wie es jetzt halt im Grunde genommen tatsächlich aussieht. Die Statistiken für die, die es interessieren, was mich immer interessiert, ist die Sichtwertung. Weiß ich nur. Ja, gut, das Match war auch nicht lang. Ja, wie gesagt. Statistiken. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich bin froh, endlich in Platin 4 zu sein. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wahrscheinlich wieder in die Platin 4 Promo geht. Aber hoffentlich natürlich zur Platin 5 Promo. Bis dahin. Ciao.